Hey, willkommen zu einem neuen Video. Afrika ist einer der größten Kontinente unseres Planeten und erstreckt sich über beeindruckende 30 Millionen Quadratkilometer. Er beherbergt verschiedene Kulturen, Sprachen und Landschaften. Wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Afrika die Wiege der Menschheit ist, die vor etwa 200.000 bis 300.000 Jahren entstanden ist. Daher wird es dich nicht überraschen, dass im Laufe der Jahre viele erschreckende Entdeckungen gemacht wurden. Heute werden wir euch 20 davon zeigen. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Die Höhle der Schwimmer ist eine faszinierende archäologische Stätte, die immer noch von Geheimnissen umhüllt ist. Die 1933 entdeckte Höhle befindet sich in der Westsahara, ganz im Westen Ägyptens. Sie ist berühmt für ihre Felszeichnungen, insbesondere für die Abbildungen von Figuren, die als Schwimmer bekannt sind. Die Höhlenwände sind mit zahlreichen Zeichnungen von Menschen und Tieren geschmückt. Die Schwimmer, von denen die Höhle ihren Namen hat, sind auf dem Bauch liegend mit ausgestreckten Armen und Beinen dargestellt, in einer Haltung, die ans Schwimmen erinnert. Es bleibt jedoch die Frage offen, ob diese Figuren tatsächlich schwimmen oder ob sich dahinter eine tiefere symbolische Bedeutung verbirgt. Eine Theorie besagt, dass die Höhlenzeichnungen die Ankunft der Verstorbenen im Jenseits darstellen, die von kopflosen Tieren, die als Götter angesehen werden, begrüßt werden. Eine andere Interpretation besagt, dass die Figuren die Macht dämonischer Wesen neutralisieren sollten, indem man sie ohne Kopf darstellte. Dennoch sind sich die Archäologen über die wahre Bedeutung dieser rätselhaften Felszeichnungen noch nicht einig. Vor etwa 10.000 Jahren unterschied sich die Landschaft rund um die Höhle deutlich von der trockenen Wüste, die wir heute sehen. Es war eine Savanne, in der es von verschiedenen Tieren wimmelte und die von Menschen bewohnt wurde. Die Felszeichnungen in der Höhle geben einen Einblick in dieses alte Ökosystem und das Leben seiner Bewohner. Nummer 19. Die Lomekwi-3-Werkzeuge sind die ältesten bekannten Steinwerkzeuge, die je entdeckt wurden und stammen aus der Zeit vor 3,3 Millionen Jahren. Das ist etwa 700.000 Jahre früher als die bisher ältesten bekannten Steinwerkzeuge. Lomekwi 3 ist eine archäologische Stätte in West Turkana, Kenia. Sie wurde von einem Team von Archäologen der Stony Brook University unter der Leitung von Sonja Hammond und Jason Lewis entdeckt. Es wird vermutet, dass die Lomekwi-Werkzeuge von frühen Mitgliedern der menschlichen Familie wie Australopithecus und Kenyanthropus hergestellt wurden. Sie wurden in einem abgelegenen Gebiet in Kenia gefunden, das für seine rauen und trockenen Bedingungen bekannt ist. Die Entdeckung deutet darauf hin, dass sich die frühen Homininen an verschiedene Umgebungen anpassen und dort überleben konnten. Sie wurden auch in Verbindung mit Tierknochen gefunden, die Anzeichen der Verarbeitung aufwiesen, was darauf hindeutet, dass die frühen Hominen die Werkzeuge für die Jagd und die Fleischverarbeitung verwendeten. Nummer 18. Die Kwenneng-Ruinen bezeichnen die Überreste einer antiken Stadt in Botswana, Südafrika. Die Stadt wurde durch den Einsatz von Lasertechnologie wiederentdeckt und ans Licht gebracht, was wertvolle Einblicke in ihre Geschichte und Bedeutung ermöglicht. Es war eine fortschrittliche und wohlhabende Stadt, die im 15. Jahrhundert existierte. Kwenneng war die Heimat der Tswana und hatte eine Bevölkerung von etwa 10.000 Menschen. In der Stadt gab es hunderte von Haushalten, einen belebten Markt und einen großen Versammlungsplatz. Sie wurde von Königen regiert, die den Handel regelten, Kriege mit anderen Stadtstaaten führten und Streitigkeiten schlichten konnten. Die Wiederentdeckung von Kwenneng wirft ein neues Licht auf die reiche und komplexe Geschichte des vorkolonialen Afrikas. Forscherinnen und Forscher entdecken zunehmend, wie stark, detailliert und vernetzt verschiedene afrikanische Städte und Reiche waren, wie zum Beispiel Groß-Simbabwe, das Reich von Mali und das Königreich von Benin. Die Laserscans ergaben, dass Kwenneng in drei große Bezirke unterteilt war, die sich über eine beträchtliche Fläche erstreckten, mit großen, von Steinmauern umgebenen Anlagen, in denen möglicherweise Vieh gehalten wurde. Nummer 17. Die Namoratunga-Steine, auch bekannt als die tanzenden Steine, sind ein historisches Wahrzeichen in der Nähe des Turkana-Sees in Kenia. Sie bestehen aus 19 Basaltsäulen, die in Reihen auf einer runden Plattform aus kleineren Steinen angeordnet sind. Die Steine sind fast einen Meter hoch und haben eine zylindrische Form, wobei einige gekippt oder umgefallen sind. Es wird angenommen, dass die Stätte über 2000 Jahre alt ist, wobei die jüngsten Ausgrabungen auf das Jahr 2398 vor Christus hindeuten. Lokale Legenden ranken sich um den Ursprung und den Zweck der Steine.
Eine der Geschichten erzählt von einer Gruppe von Wanderern, möglicherweise Entdecker vom Stamm der Turkana, die in Stein verwandelt wurden, weil sie einheimische Tänzerinnen und Tänzer an der Stätte verspottet hatten. Eine andere Geschichte besagt, dass die Steine eine Bestrafung für die ersten Turkaner waren, die in der Gegend ankamen. Es heißt, dass eine Frau, die an der Stätte tanzte, von Fremden ausgelacht wurde und sie ihre magischen Kräfte einsetzte, um sie in Stein zu verwandeln. Forscherinnen und Forscher, die die Stätte besucht haben, vermuten, dass die Steine als altes Observatorium dienten, da ihre Positionen auf bestimmte Sterne ausgerichtet waren. Diese Ausrichtung scheint auch mit den astrologischen Kalenderpraktiken der benachbarten kuschitischen Gruppen wie den Burana und Gabra zusammenzuhängen. Nummer 16. Gibt es etwas Faszinierenderes als eine Mumie? Eine Mumie mit einer goldenen Zunge. Archäologen haben diese einzigartigen Mumien an verschiedenen Orten in Ägypten ausgegraben und damit Licht in die alten Bestattungspraktiken und den Glauben gebracht. In der Nekropole von Kesna entdeckt der oberste Rat für Altertümer Gräber mit Mumien mit goldenen Zungen. Diese Entdeckung wirft Fragen über den Zweck der Verwendung von Goldfolie im Mumifizierungsprozess und der Wiederverwendung von Gräbern in verschiedenen Epochen auf. Die Mumien, die in der Nekropole gefunden wurden, waren nicht die einzigen mit goldenen Zungen. Bei einer anderen Ausgrabung im Tempel von Taposiris Magna in Alexandria wurden 2000 Jahre alte Mumien mit goldenen Zungen im Mund gefunden. Sie wurden in Felsengräbern gefunden, die in der griechischen und römischen Zeit sehr beliebt waren. Es wird angenommen, dass die alten Ägypter diese goldenen Zungen in die Münder der Verstorbenen steckten, damit diese im Jenseits sprechen konnten. Die Zunge galt als wichtiges Organ für die Kommunikation und das Urteil des Gottes Osiris, der als Herrscher der Unterwelt angesehen wurde. Nummer 15. Die Königin von Saba ist eine legendäre Figur, die in biblischen und koranischen Texten erwähnt wird. Aber was wäre, wenn wir dir sagen würden, dass es eine Verbindung zwischen der Königin von Saba und einem riesigen, von Menschenhand geschaffenen Monument gibt, das als Sangbos Eredo bekannt ist? Dieses Monument wurde im Südwesten Nigerias gefunden und besteht aus einem komplizierten System von Gräben und Dämmen, die das Ijebu-Königreich umgraben. Das Ijebu-Königreich wurde um das 15. Jahrhundert im südlichen Yoruba-Land gegründet. Das Monument ist nach Bilikiso Sungbo benannt, einer legendären Figur, die der lokalen mündlichen Überlieferung zufolge die Königin von Saba war. Das Volk der Okeeri, zu dem das Denkmal gehört, nennt es Sungbos Eredo, was übersetzt Königin von Sabas Graben bedeutet. Sungbos Eredo erstreckt sich über etwa 165 Kilometer und besteht aus einem langen Graben mit steilen vertikalen Wänden. Um das Monument zu errichten, mussten schätzungsweise 3,5 Millionen Kubikmeter Erde ausgehoben werden. Die verbleibenden archäologischen Funde deuten darauf hin, dass die menschlichen Aktivitäten in dem Gebiet bis in die Jungsteinzeit zurückreichen, mit einigen Hinweisen auf Siedlungen, die bis in die Spätsteinzeit reichen. Die genaue Datierung des Monuments war für die Forscher eine Herausforderung, denn die vorgeschlagenen Daten reichen von 670 bis 1050 nach Christus. Nummer 14. Die Idee, dass sich Afrika in zwei Kontinente aufspaltet, ist ein Diskussionsthema unter Geologen und Forschern. Das geologische Phänomen, das als ostafrikanisches Grabensystem bekannt ist, hat zu dieser Spekulation geführt. Dieses Netzwerk von Tälern erstreckt sich vom Roten Meer bis nach Mosambik und es wird angenommen, dass es Afrika langsam auseinanderzieht. Dies geschieht jedoch nicht über Nacht, sondern der Prozess der kontinentalen Aufspaltung vollzieht sich schrittweise über Millionen von Jahren. Der ostafrikanische Graben, der oft auch als der Graben bezeichnet wird, besteht aus zwei großen Gräben. Einer verläuft durch Äthiopien und Kenia im Osten und der andere erstreckt sich von Uganda bis Malawi im Westen. Der Riss begann vor etwa 35 Millionen Jahren aufgrund tektonischer Aktivitäten in der Region. Dieser Prozess könnte schließlich zur Trennung Ostafrikas vom Rest des Kontinents führen. Wenn sich der Riss weiter vergrößert, könnte er sich mit Wasser aus dem Indischen Ozean füllen, wodurch ein neues Meeresbecken entsteht und der östliche Teil Afrikas zu einer separaten Insel oder sogar einem Kontinent wird. Nummer 13. Die Nok-Zivilisation ist eine alte und geheimnisvolle Zivilisation, die im heutigen Nigeria existierte. Sie ist bekannt für ihre hochentwickelte Kultur und ihre faszinierenden Artefakte. Die Nok-Kultur blühte von mindestens 900 vor Christus bis etwa 200 nach Christus und gilt als eine der frühesten komplexen Gesellschaften in Westafrika. Diese Zivilisation wurde erstmals 1928 entdeckt, als Terrakotta-Artefakte ausgegraben wurden. Die Skulpturen, die auf mindestens 500 vor Christus zurückgehen, zeigen Menschen mit charakteristischen Merkmalen wie länglichen Köpfen, hohlen Augen und gespaltenen Lippen.
Aufgrund der präzisen Handwerkskunst und der ungewöhnlichen Merkmale haben einige über den Ursprung dieser Skulpturen spekuliert und sie als außerirdisch beschrieben. Die Nok-Zivilisation war nicht nur für ihre künstlerischen Leistungen bekannt, sondern auch für ihre fortschrittliche Metallverarbeitung. Sie stellten komplizierte Gegenstände aus Eisen- und Kupferlegierungen her, darunter Waffen, Werkzeuge und Ornamente. Ihre Metallbearbeitungstechniken wie Gießen, Schmieden und Schweißen waren für die damalige Zeit sehr fortschrittlich. Die Nok-Zivilisation glaubte, dass jedes Verbrechen einen Fluch nach sich zog, der katastrophale Folgen für die ganze Familie haben könnte. Trotz ihrer bemerkenswerten Errungenschaften verschwand die Nok-Zivilisation nach 200 nach Christus auf mysteriöse Weise. Nummer 12. Vor kurzem wurde außerirdisches organisches Material in den Bergen Südafrikas gefunden. Spuren dieses organischen Materials, das über 3,3 Milliarden Jahre alt ist, wurden in vulkanischem Sediment in den Makonjwa-Bergen entdeckt. Wissenschaftler glauben, dass diese Kohlenstoffspuren von uralten Meteoriten stammen könnten, die in dieser Zeit mit der Erde kollidierten. Diese Entdeckung liefert zwar keine direkten Beweise für außerirdische Besuche, aber sie unterstützt die Idee, dass die Bausteine des Lebens durch außerirdische Quellen auf die Erde gelangt sein könnten. Das Vorhandensein von Kohlenstoff und nanoskaligen Nickel-, Chrom- und Eisenpartikeln in den Sedimenten ist faszinierend und wirft Fragen nach ihrer Herkunft auf. Waren es lediglich Mikrometeoriten und vulkanische Aktivitäten, die diese Spuren hinterlassen haben, oder war ein unheimlicher kosmischer Eingriff im Spiel? Wer weiß, vielleicht haben außerirdische Wesen den afrikanischen Kontinent schon vor Milliarden von Jahren betreten. Was denkst du darüber? Nummer 11. Das Dogon-Sirius-Rätsel dreht sich um das Wissen, dass das Dogon-Volk in Mali über das Sirius-Sternsystem besitzt. Sie hatten detaillierte Kenntnisse über das Sirius-Sternsystem, einschließlich Sirius B, einem weißen Zwerg neben dem hellen Sirius A. Dieses Wissen hat Anthropologen und Astronomen fasziniert, weil es anscheinend vor den modernen astronomischen Entdeckungen lag. Einige Theorien besagen, dass die Dogon dieses Wissen durch den Kontakt mit alten Zivilisationen wie den Ägyptern oder Griechen erworben haben, die den Sirius ebenfalls hoch verehrten. Andere vermuten, dass sie ihr Wissen durch sorgfältige Beobachtung des Nachthimmels erworben haben. Ihre Beschreibungen decken sich mit unserem heutigen wissenschaftlichen Verständnis des Systems. Das hat zu Diskussionen darüber geführt, wie die Dogon ohne Zugang zu modernen Teleskopen und fortschrittlicher astronomischer Ausrüstung so genaue Informationen erhalten haben könnten. Inzwischen gibt es kontroverse Theorien, die besagen, dass das Wissen der Dogon über das Sirius-Sternensystem durch einen außerirdischen Kontakt in der fernen Vergangenheit beeinflusst worden sein könnte. Nummer 10. Die Klerksdorp-Kugeln sind kleine Objekte, die in der Nähe von Ottosdal in Südafrika in Lagerstätten eines Minerals namens Pyrophyllit entdeckt wurden. Dieses Mineral kommt in Gesteinen vor, die durch Hitze und Druck tief in der Erdkruste umgewandelt wurden und hat eine blattähnliche Struktur. Sie sehen nicht nur seltsam aus, sondern sind auch ziemlich geheimnisvoll. Die Kugeln haben einen Durchmesser von 5 bis 10 cm und sind unterschiedlich geformt. Sie bestehen aus Mineralien wie Hämatit, Wollastonit und Pyrit, vermischt mit kleinen Mengen anderer Mineralien. Geologen glauben, dass sie vor etwa 3 Milliarden Jahren in vulkanischen Sedimenten oder Asche entstanden sind. Die Steinkugeln veränderten sich schließlich durch die Interaktion mit bestimmten Flüssigkeiten, wodurch sie einzigartige Muster erhielten. Es gibt jedoch auch andere Theorien, dass es sich um aus dem Zusammenhang gerissene Artefakte handelt, die von intelligenten Wesen geschaffen wurden. Sie seien dann etwa 3 Milliarden Jahre alt und nach Ansicht einiger Leute einfach zu perfekt, um einen natürlichen Ursprung zu haben. Es kursieren Gerüchte, dass die NASA eine dieser Kugeln untersucht und festgestellt hat, dass sie in der Schwerelosigkeit des Weltraums entstanden ist. Glaubst du das? Nummer 9. Lalibela ist eine bemerkenswerte UNESCO-Weltkulturerbestätte in Äthiopien, die für ihre in den Fels gehauenen Kirchen bekannt ist, die Besucher aus aller Welt in ihren Bann ziehen. Diese alten Kirchen gelten als architektonische Meisterwerke und werden oft als das achte Weltwunder bezeichnet. Aus einem einzigen Stück Vulkangestein gehauen, zeugen sie von außergewöhnlicher Handwerkskunst und technischem Geschick. Sie wurden im 12. und 13. Jahrhundert unter der Herrschaft von König Lalibela erbaut, der ein neues Jerusalem in Äthiopien schaffen wollte. Jede Kirche hat ein einzigartiges Design und einen eigenen architektonischen Stil, der von einfachen Bauten bis hin zu aufwendigen und komplexen Bauten reicht. Zu den bekanntesten Kirchen gehören die St. Georgskirche, die Marienkirche und die Emanuelkirche.
Die Kirchen von Lalibela sind nicht nur wegen ihres architektonischen Wertes von Bedeutung, sondern haben auch eine immense religiöse und kulturelle Bedeutung. Sie sind wichtige Pilgerstätten für äthiopische Christen und werden immer noch aktiv für Gottesdienste und religiöse Zeremonien genutzt. Die kunstvollen Schnitzereien und Verzierungen in den Kirchen stellen biblische Szenen, Heilige und verschiedene religiöse Symbole dar. Besucher können die unterirdischen Gänge und die miteinander verbundenen Innenhöfe erkunden, die die verschiedenen Kirchen miteinander verbinden. Nummer 8. Das Taung-Kind ist der versteinerte Schädel eines kleinen Kindes, das zur Art Australopithecus africanus gehört. Er wurde 1924 in Taung, Südafrika von Bergarbeitern entdeckt und später von dem Paläoanthropologen Raymond Dart als früher Hominide identifiziert. Das Taung-Kind liefert wertvolle Einblicke in unser Verständnis der menschlichen Evolution. Obwohl sein Gehirn relativ klein war, etwa ein Drittel so groß wie das des modernen Menschen, weist der Schädel menschenähnliche Zähne auf. Die Lage des großen Lochs an der Schädelbasis deutet auf eine aufrechte Haltung hin, die der des Menschen ähnelt und nicht auf die knöcheltragende Haltung der Affen. Die geringe Gehirngröße veranlasste einige Forscher dazu, das Taung-Kind als menschlichen Vorfahren abzulehnen. Neuere Forschungen zeigen aber, dass sich in der frühen menschlichen Evolution die Zweibeinigkeit entwickelt hat, während die Gehirngröße ähnlich wie bei den Affen blieb, was der früheren Vorstellung widerspricht, dass das Gehirn zuerst vergrößert wurde. Tierfossilien, die mit dem Taung-Kind in Verbindung gebracht werden, deuten auf ein Alter von etwa 2,3 bis 2,8 Millionen Jahren hin. Nummer 6. Die Caramel Seven Colored Earth Geopark in Caramel Mauritius ist für seine einzigartigen geologischen Formationen bekannt. Die Erde hier zeigt leuchtende Farben, die von Rot, Braun, Violett, Blau und Grün reichen. Es ist buchstäblich ein Spaziergang durch eine farbenfrohe Landschaft mit einer Million Jahre alten Geschichte. Die farbigen Sanddünen im Geopark sind nicht nur optisch beeindruckend, sondern sollen laut örtlichen Legenden auch heilende Kräfte haben. Es wird angenommen, dass die verschiedenfarbigen Sande unterschiedliche Heilkräfte haben und die Besucher können kleine Fläschchen mit Sand für ihre eigenen Heilzwecke mitnehmen. Der Geopark beherbergt auch eine seltene Baumart namens Trochetia buchuniana, die nur auf Mauritius zu finden ist. Der Baum hat leuchtend rosa Blüten und gilt als Symbol für das Naturerbe der Insel. Der Geopark beherbergt auch ein Schutzgebiet für Riesenschildkröten, in dem Besucher diese sanften Riesen aus nächster Nähe betrachten und sogar füttern können. Diese Schildkröten können bis zu 200 Jahre alt werden und sind ein wichtiger Teil der mauritischen Kultur und Geschichte. Nummer 5. Meroe liegt im heutigen Sudan und war von 1000 vor Christus bis 350 nach Christus die Hauptstadt des antiken Königreichs Kusch. Dieses Königreich herrschte einst über einen großen Teil Ägyptens. Bevor Meroe die Hauptstadt wurde, lag das Zentrum von Kusch in Napata. Meroe lag strategisch günstig zwischen zwei Katarakten des Nils und war ein wichtiger Knotenpunkt für die Verbindungswege zwischen Afrika, Ägypten, dem Roten Meer und Äthiopien. In diesem Gebiet wurden antike Pyramiden entdeckt, die viele Geheimnisse bergen. Diese Pyramiden enthalten die Gräber von über 40 kuschitischen Königen und Königinnen. Sie haben im Laufe der Geschichte einige Schäden erlitten. Der italienische Entdecker Giuseppe Ferlini zerstörte im 19. Jahrhundert auf der Suche nach Schätzen teilweise die Spitzen von mehr als 40 Pyramiden. Bei zeitgenössischen archäologischen Ausgrabungen wurden jedoch wertvolle Artefakte und Überreste in den Gräbern gefunden, darunter Waffen, Möbel, Töpferwaren und Gegenstände ägyptischen, griechischen und römischen Ursprungs. Nummer 4. Der Zweienkrater, auch bekannt als Pretoria Salzpfanne, ist einer der am besten erhaltenen Meteoriteneinschlagskrater der Welt. Er befindet sich in Südafrika, in der Nähe der Stadt Soshanguve, nördlich von Pretoria. Dieser Krater entstand vor etwa 220.000 Jahren, als ein Meteorit, der schätzungsweise halb so groß wie ein Fußballfeld war, auf der Erdoberfläche einschlug. Der Einschlag verursachte eine gewaltige Explosion und grub einen Krater mit einem Durchmesser von rund 1,4 Kilometern und einer Tiefe von etwa 200 Metern aus. Bei der Kollision wurde eine gewaltige Energiemenge freigesetzt, vergleichbar mit der Kraft mehrerer Atombomben. Der Name Zweien bedeutet auf Setswana Ort des Salzes und deutet auf eine große, flache Salzpfanne im Krater hin. Im Inneren hat sich durch das Eindringen von Grundwasser und die Ansammlung von Regenwasser ein Ökosystem gebildet. Der hohe Salzgehalt begünstigt das Wachstum bestimmter Mikroorganismen und Algen und zieht verschiedene Vogelarten an, die sich von ihnen ernähren. Nummer 3.
Die Lydenburg Heads sind eine Sammlung von 7 Terrakotta-Köpfen, die im östlichen Transvaal in Südafrika entdeckt wurden. Sie sind nach dem Fundort benannt und gelten als die ältesten bekannten afrikanischen Kunstwerke aus der Eisenzeit unterhalb des Äquators. Die Köpfe wurden um 500 nach Christus vergraben und weisen bestimmte Merkmale auf, wie zum Beispiel modellierte Tonstreifen, die die Augen, den Mund, die Nase und die Ohren bilden. Die Rückseiten der Köpfe sind mit eingeritzten linearen Mustern verziert und die Hälse sind durch große gerillte Ringe abgegrenzt. 2 der größeren Köpfe scheinen als Tonkugeln versehen, die erhabene Haarlinien darstellen. Es wird vermutet, dass die Tiere Löwenmähnen ähneln. Die kleineren Köpfe haben kleine Löcher an ihren unteren Halsringen, was darauf hindeutet, dass sie an etwas anderem befestigt waren. Der Zweck und die Bedeutung der Lydenburger Köpfe sind ungewiss, da es nur wenige Informationen über die Kultur gibt, aus der sie stammen. Manche glauben, dass sie bei besonderen Initiationszeremonien verwendet und möglicherweise bei Festlichkeiten getragen wurden. Das Vorhandensein von Spekularit, einer Art Hämatit, der strategisch in Einschnitten und Rillen auf den Masken platziert ist, trägt zum mysteriösen Charakter dieser Artefakte bei. Nummer 2. Der Obelisk von Aksum in Äthiopien hat eine reiche Geschichte, die mit Krieg, Macht, Besatzung und Hoffnung verwoben ist. Der Obelisk nimmt einen prominenten Platz in der Skyline von Aksum ein. Er ist einer von mehreren antiken Obelisken, die in der Region während der Blütezeit des Aksumitischen Reiches errichtet wurden, das ungefähr vom 1. bis zum 8. Jahrhundert hielt. Der Obelisk ist aus Granit und hat eine Höhe von etwa 24 Metern. Er zeichnet sich durch seine hohe, schlanke Form aus und ist aus einem einzigen Stück Stein gehauen. Der Obelisk ist wunderschön mit komplizierten Gravuren verziert, die architektonische Elemente wie Türen, Fenster und Schlösser darstellen. Diese Schnitzereien zeugen von der Zivilisation. Der Obelisk von Aksum wurde während der Herrschaft verschiedener aksumitischer Könige als Symbol für Macht und Prestige errichtet. Er diente als Markierung für wichtige Orte, wie zum Beispiel Königsgräber oder religiöse Stätten, und spielte auch eine wichtige Rolle in den religiösen und kulturellen Praktiken des aksumitischen Volkes. Der Obelisk von Aksum selbst wurde bei Konflikten und Invasionen beschädigt, unter anderem bei der italienischen Besetzung Äthiopiens in den 1930er Jahren. Während dieser Zeit wurde der Obelisk geplündert und als Kriegsbeute schließlich nach Italien gebracht. Nummer 1. Die Pitoni Sky Stones sind so unheimlich wie nur möglich, aber sie sind nicht vom Himmel gefallen. Sie wurden uns geschenkt. Sie zeichnen sich durch ihre ungewöhnliche blaue Farbe und ihre glatte, polierte Oberfläche aus, die durch einen Prozess des Erhitzens und Abkühlens entstanden zu sein scheint. Der genaue Ursprung der Pitoni Sky Stones ist unbekannt, aber einige Forscher glauben, dass sie von einer alten Zivilisation geschaffen wurden, die über fortgeschrittene Kenntnisse in der Metallurgie und anderen Technologien verfügte. Andere glauben, dass sie ein Beweis für den Besuch von Außerirdischen sein könnten und verweisen auf ihre ungewöhnliche Zusammensetzung und die Tatsache, dass sie in dieser Region nicht natürlich vorkommen. Ein Geologe namens Angelo Pitoni soll die Steine von einem Fula-Häuptling in Sierra Leone erhalten haben, dessen Stamm behauptete, dass die Steine von Außerirdischen stammen. Selbst Säure konnte diese Steine nicht zersetzen und etwa 77,7% des Steins bestehen aus Sauerstoff. Die restlichen Bestandteile sind Kohlenstoff, Calcium und eine unbekannte organische Verbindung. Es wird angenommen, dass sie mindestens 55.000 Jahre alt sind. Warst du schon einmal in Afrika? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.